Die gleiche Idee können wir natürlich auch jetzt im 6er Shuffle umsetzen. Das ist eine, die in der Praxis häufig vorkommt, häufig gespielt wird und das ganz berühmte Beispiel dazu auch gibt. Wir haben zuerst Grundpattern wieder. Also. Dann wieder Ghost Notes, zwischen den Hi-Hat, das war das. Und wir nehmen Bass dazu, spielen das Ganze. Und ein bisschen schneller. Wir können wiederum aufs Ride. Und ein bisschen schneller. Das wäre das für den 6er.